Gut, wir haben uns in den letzten Wochen beschäftigt mit Kongruenzabbildungen. Welche Kongruenzabbildung gibt es nochmal? Sagt man ein paar? Ja? Drehung? Achsenspiegelung? Punktspiegelung, die eine spezielle Drehung ist, ne? Schubspiegelung, Verschiebung noch, genau, ne? Also wenn wir sie sortiert mal nennen, Achsenspiegelung als einfachste Form, dann Drehung und Verschiebung, die jeweils durch zwei Achsenspiegelungen darstellbar sind. Punktspiegelung ist eine spezielle Drehung und die Schubspiegelung. So, das sind die möglichen Kongruenzabbildungen, die es gibt. Diese können wir jetzt verwenden, um Kongruenzsätze am Dreieck zu beweisen. Also, wir schauen uns jetzt Kongruenz von Figuren an. Zwei Dreiecke sind dann kongruent, wenn es eine Kongruenzabbildung gibt, die das eine Dreieck auf das andere abbildet, derart, dass sie komplett zur Deckung kommen, ohne dass irgendwas überlappt. Ja? Also wir brauchen irgendeine Kongruenzabbildung, die das eine Dreieck auf das andere abbildet, derart, dass die beiden Dreiecke aufeinander liegen und sich nicht überlappen. Wenn das der Fall ist, wenn es so eine Kongruenzabbildung gibt, sind die beiden Dreiecke kongruent. Wenn es so eine Kongruenzabbildung nicht gibt, sind sie nicht kongruent. In der Schule werden bei Dreiecken bestimmte Kongruenzsätze gelernt, die das Ganze bezüglich Dreiecken noch vereinfachen. Ne? Da sucht man dann keine Kongruenzabbildung, sondern dann sagt man, wenn an den Dreiecken Folgendes gilt, dann sind die beiden kongruent. Erinnert sich noch jemand an einen Kongruenzsatz? Ja. Seite, Seite, Seite. Das schreibt man am meisten so hin, ne? S, S, S. Was bedeutet dieser Kongruenzsatz? Wie lautet der? Also jetzt ausformuliert. Das erste Dreieck, genau. Also das Dreieck hier, dass das Dreieck hier die Seitenlängen dieses Dreiecks und dieses Dreiecks gleich groß sind. Wenn die Dreiecke in ihren drei Seitenlängen übereinstimmen, sind die beiden Dreiecke kongruent. Welche Kongruenzsätze gibt es noch? Ja? SWS. Was bedeutet der? Ja? Seite, Winkel, Seite, genau. Und was kann man über diesen Satz ausformulieren? Ja? Dann sind beide Dreiecke kongruent. Genau. Also wenn eine Seite identisch ist in der Seite, also wenn zwei Seiten gleich sind, gleich lang sind, wenn eine zweite Seite gleich lang ist und der Winkel, der von diesen beiden Seiten eingeschlossen wird. Ja? Also nicht irgendein Winkel, sondern wir haben zwei Seiten, die gleich groß sind und der Winkel, der von diesen beiden Seiten eingeschlossen wird. Wenn das der Fall ist, sind die beiden Dreiecke kongruent. Welche gibt es noch? Ja? WSW, genau. Das heißt, wenn ein Winkel gleich groß ist, ein zweiter Winkel gleich groß ist und die Seite, die an beiden Winkeln anliegt. Also die Seite, die von beiden Winkeln eingeschlossen wird, könnte man sagen. Ne? Okay. Und es gibt noch einen vierten Kongruenzsatz, der ein bisschen komplizierter ist. Erinnert sich jemand? Groß S, klein S, W, genau. Zwei Seiten sind gleich lang und der Winkel, der gegenüber der größeren von beiden Seiten liegt. Ich habe also eine lange Seite, eine kurze Seite und einen Winkel, der gegenüber der langen Seite liegt. Wenn das der Fall ist, dann sind die beiden Dreiecke kongruent. So, SSS kann man vielleicht noch so intuitiv verstehen.
SSW zum Beispiel, da muss man sich schon überlegen, warum das gilt. Warum eigentlich nicht www? Ja? Mhm. Man könnte die Dreiecke strecken, stauchen, die Winkel bleiben gleich, aber die Seitenlängen ändern sich. Kann man sich sehr easy überlegen, an einem gleichseitigen Dreieck sind alle Winkel gleich groß, 60 Grad, aber ich kann beliebig viele verschiedene gleichseitige Dreiecke zeichnen. Mhm. Okay, gut, also www gilt nicht, ne? Okay, also das sind die vier Kongruenzsätze am Dreieck und damit kann man relativ schnell beurteilen, ob so Dreiecke kongruent sind. Die müssen wir aber erstmal beweisen oder begründen, warum die gelten. Yes! Okay, und das machen wir mal mit WSW gemeinsam. Okay? Ich zeichne nochmal zwei Dreiecke hin. Eins bezeichne ich mal mit A, B, C, so, und die Seitenlängen mit A, B, C, die sind natürlich jeweils gegenüber der entsprechend gleich benannten Punkte und Alpha, Beta, Gamma heißen die Winkel. So. Also viele Winkel brauche ich gar nicht bezeichnen, ich mache mal nur diesen einen Winkel. So, denn ich gehe dann davon aus, dass C, Alpha und B gleich groß sind. Entschuldigung, WSW. Ich brauche zwei Winkel. Nehmen wir die hier, Alpha und Beta. Okay? So. Und jetzt habe ich ein zweites Dreieck. Das liegt hier drüben. Und jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ich mir das hinzeichne, damit ich das... Vielleicht mal so... Okay, und die Punkte nenne ich jetzt mal, wie sollen wir die nennen, damit wir gleich wissen, worauf es hinausläuft. Ja, die Punkte nenne ich trotzdem jetzt mal P, Q und R. Ich zeichne das jetzt hier mal so und... Die Seite nenne ich mal klein r, klein p und klein q. Und die Winkel, weil ich mich im griechischen Alphabet nicht so gut auskenne, nenne ich das einfach Gamma und Delta, oder? Kurz nachdenken. Gamma und Delta. So, okay. So, wir wollen zeigen, dass die beiden Dreiecke kongruent sind. Und wir gehen davon aus, dass bestimmte Winkel und Seiten gleich groß sind, nämlich die Seite C und die Seite R sind gleich groß. Ich kürze es jetzt hier mal so ab mit C gleich R, also meine die Seitenlängen. Obwohl, naja, machen wir es vielleicht mal so. Die Seitenlängen C und R sind gleich groß und außerdem sind die Beträge der Winkel Alpha und Gamma gleich groß. Und Beta und Delta. Das haben wir gemessen, na, wissen wir, die sind gleich groß. Das ist die Voraussetzung. Okay. Nach WSW könnten wir jetzt sagen, okay, die sind beide kongruent, aber wir wollen den Satz ja beweisen. Das heißt, was ist jetzt das Ziel? Was müssen wir machen, um diesen Satz zu beweisen? Ausgehend von dieser Voraussetzung hier.
Wann sind zwei Figuren kongruent? Ja? Das sind Konkurrenzabbildungen. Wir hatten es vorhin am Anfang gesagt, zwei Figuren sind kongruent, wenn es was gibt. Ja? Wenn sie aufeinander liegen, dann nicht überlappend sind, sondern exakt deckungsgleich. Aber wie bringe ich die eine zu der anderen? Ja? Durch Kongruenzabbildung. Also, ich muss jetzt zeigen, dass unter der Voraussetzung die beiden Dreiecke kongruent sind. Das heißt, dass es eine Kongruenzabbildung gibt, die das eine Dreieck auf das andere abbildet. Und wir wissen auch, dass die Verkettung von Kongruenzabbildungen wieder Kongruenzabbildungen sind. Das heißt, wir können uns auch eine Kette von Kongruenzabbildungen überlegen, also schrittweise vorgehen. So, was könnten wir denn als erstes machen? Hat jemand eine Idee? Ja? Man könnte eine Schubspiegelung machen, da fährst du schon harte Geschütze auf mit Schubspiegelung, ne? Könnte man machen. Könnte aber auch jetzt zu, also könnte jetzt zu kompliziert werden. Man könnte eine Schubspiegelung machen, vollkommen richtig. Ich würde nochmal einfacher vorgehen, mit ganz einfachen Kongruenzabbildungen. Ja? Vielleicht versuchen, das Dreieck ab in C so zu drehen oder auch beides so zu drehen, dass am Ende C und R parallel sind. Beides so zu drehen, dass C und R parallel sind. Das kann man machen, genau. Also wir werden irgendwann drehen müssen, sodass C und R parallel sind. Gute Idee, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Wir drehen erstmal das Dreieck, sodass C und R parallel sind. Und dann könnte man verschieben. Wir können es aber auch andersrum machen. Erst verschieben. Wie könnte man das Dreieck verschieben? Ja? A und Q. Ja, also wir könnten es probieren, dann kriegen wir es allerdings leider nicht hin bei diesen beiden Dreiecken. Aber fast. Wir könnten B und Q. Also in dieser Situation B und Q aufeinander schieben, sodass B und Q aufeinander liegen. Ja, durch eine Verschiebung. Das machen wir mal. Wir verschieben das Dreieck. Jetzt muss ich das natürlich ungefähr genauso groß zeichnen. Also ich skizziere das jetzt aus der Hüfte, ne? So, das ist A, klein A-Strich, C-Strich, B-Strich, A-Strich, C-Strich und Q ist gleich B-Strich. Ja? Ich habe das Dreieck verschoben. Jetzt markiere ich vielleicht nochmal, das ist Beta-Strich, das ist C-Strich und das ist Alpha-Strich. Genau. Dass man sieht nochmal, welche drei Größen gleich groß waren. So, also wir haben das Dreieck jetzt genommen und einfach nur verschoben. Konkurrenzabbildung, sodass Q und B-Strich gleich sind. Was können wir jetzt machen? Ja? Ja? Genau, wir können es jetzt drehen, dass A' auf P liegt. Wieso wissen wir, dass wenn wir das drehen, A' auf P landet? Die Voraussetzung ist, dass C' und R gleich sind. Das heißt, wenn ich um den Punkt Q gleich B' drehe, dann habe ich hier ja einen Kreis, ne, auf dem sich A' bewegt. Und deswegen wird A' direkt auf P landen, weil C' und R gleich groß sind. Die bilden nämlich den Radius des Kreises. Und natürlich, weil wir wissen, dass die Drehung längentreu ist. Ja? Also wenn ich das Dreieck hier drehe, wird sich C' nicht verändern. Das heißt, C' bleibt konstant gleich lang und
Weil C' gleich R ist und beide den Radius bilden, wird A' auf P landen. Okay, ja, dann zeichnen wir doch mal das neue Dreieck hin. So. Das hier ist jetzt C2', ne? Jetzt wissen wir, R ist gleich klein C2' und P ist gleich A2'. Beta 2' und Alpha 2'. Okay. Was nun? Ja? Am besten, du kannst Achsenspiegelung einfach bezeichnen, die gerade durch zwei Punkte, durch die die gerade durchgeht. Nee, nicht die Winkel. Nenn die zwei Punkte nennen. Wodurch geht die Achse? Also die Gerade, die durch B' und A'. Genau, die Gerade, die durch B' und A'' geht. An der Gerade spiegeln wir jetzt, ne? Ja, wir können sie einfach A2'B' benennen, ne? Oder PQ. Okay, also wir spiegeln an dieser Gerade hier, ne? PQ. Mhm. Gut. Wir spiegeln dieses Dreieck an der Gerade. Was passiert dann? Und jetzt versucht mal, mit den Eigenschaften der Achsenspiegelung zu argumentieren. Ja? Mhm. Jetzt kommt Längentreu und Winkeltreu ins Spiel von der Achsenspiegelung, nämlich... Die Winkel und Längen bleiben identisch. Das heißt, wenn ich jetzt Beta 2' an dieser Achse spiegel, auf die andere Seite, was passiert dann? Es bleibt gleich. Der Winkel bleibt gleich. Und was passiert dann, wenn Beta 2' auf der anderen Seite ist? Er landet direkt auf Delta. Ne? Genau. Delta ist ja gleich groß wie Beta. Beta hat sich durch die ganzen Abbildungen, die wir verwendet haben, nie verändert, weil wir Konkurrenzabbildungen hatten. Die sind alle winkeltreu. Ne? Also Beta ist immer gleich groß geblieben. Beta, Beta', Beta 2'. Dann spiegel ich es nochmal auf Beta 3' und Beta 3' ist dann gleich Delta. Okay. Und was passiert dann mit der Seite A2'? Ja? Das wissen wir jetzt noch nicht. Also wir wissen, A2' ändert seine Länge nicht. Das heißt aber, es wird sozusagen auf diese Strecke hier abgebildet. Also auf die A2' landet irgendwo auf dieser Geraden hier. Ne? Das zeichne ich vielleicht mal gelb ein. Also durch die Spiegelung an PQ landet A2' irgendwo hier. A3', Entschuldigung. Aber wir wissen ja noch gar nicht, dass die gleich lang ist wie P. Wir können jetzt nur sagen, durch das Spiegeln auf die andere Seite liegen A3' und P auf derselben Geraden. Okay? Ich weiß, die beiden Winkel sind gleich groß. Das heißt, die Gerade hier landet auf dieser Geraden hier und A3' landet auf derselben Geraden, auf der P liegt. Mehr weiß ich noch nicht. Was passiert aber noch? Ich spiegel jetzt hier, ne, das komplette Dreieck hier an der Seite, an der Geraden. Was passiert noch? Wir haben bislang nur die eine Hälfte des Dreiecks betrachtet. Ja? Genau, das hier war B2', ne? Nennen wir es mal B2', genau. Ja. Also, da die beiden Winkel, Alpha 2' und Gamma, gleich groß sind und ich eine Achsenspiegelung anwende, wird die Strecke B2' auf der Geraden landen, auf der auch Q liegt. Irgendwo so hier, ne? B3'.
Hat jetzt jemand ein Argument, warum C2' gleich R sein muss? Dann wissen wir, dass die Dreiecke kongruent sind. Also du willst es über diese Winkel gehen hier? Ja. Dass alle drei Seiten gleich sind, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass eine Seite gleich lang ist. Wir wissen jetzt ja nur, dass diese beiden Seiten hier landen, auf den beiden Geraden. Warum müssen die sich in R schneiden? Warum schneiden die beiden sich nicht hier oder da oder dort und so weiter? Ja? Die landen auf P und Q. Diese Strecke landet auf P, diese landet auf Q. Wir wissen noch nicht, dass sie gleich lang sind. Wir wissen nur, dass die beiden sich schneiden. Wo schneiden sich A3' und B3'? Naja, da, wo sich die beiden Geraden, auf denen sie liegen, schneiden. Geht ja gar nicht anders. Die beiden liegen auf den Geraden hier, die müssen sich hier schneiden, in diesem Punkt. Und deswegen ist R gleich C3'. Naja, und wenn die drei Punkte identisch sind, müssen auch die drei Dreiecke kongruent sein. Gibt es Fragen dazu? Ruhig laut stellen, dann können wir sie noch diskutieren. Ja, ja, genau. Also das Anfangsdreieck habe ich so fies wie möglich gelegt. Warum? Weil ich gleich die Orientierung der beiden Ausgangsdreiecke unterschiedlich gemacht habe. Deswegen habe ich am Anfang auch ein bisschen überlegen müssen. Na? Bei dem ist die Orientierung so herum und bei dem ist die Orientierung, habe ich extra andersrum gemacht, so herum. Damit wir noch eine Achsenspiegelung brauchen. Wenn das Dreieck dieselbe Orientierung gehabt hätte, hätte ich nur verschieben und drehen müssen. Das wäre alles gewesen. So musste ich noch eine Achsenspiegelung einfügen, um die Orientierung wieder zu ändern. Gibt es weitere Fragen dazu? Also, was haben wir gemacht? Wir haben zwei Dreiecke in der Ausgangssituation gehabt, die in drei Größen übereingestimmt haben, nämlich zwei Winkeln und der Seite zwischen den beiden Winkeln. Und dann haben wir Kongruenzabbildungen hergenommen, die ja ihrerseits alle längen- und winkeltreu sind. Das heißt, wenn ich ein Dreieck mit Kongruenzabbildungen abbilde, werden sich weder die Winkel noch die Längen ändern. Und dann haben wir durch die Kongruenzabbildung erreicht, dass die zueinander kongruenten Seiten und Winkel aufeinander gelandet sind und dann begründet, dass dann auch alle anderen Elemente des Dreiecks aufeinander landen müssen. Also dass die beiden Dreiecke kongruent sind. Okay. Ja? Genau. Ja, erklär es mal. Also ich wiederhole mal laut. Also die Frage ist, wieso haben wir begründet, dass R auf C3' landet oder C3' auf R? Mhm. Genau, ich wiederhole nochmal laut. Genau, also wenn wir jetzt hier das Dreieck am letzten Schritt spiegeln, wissen wir, diese beiden Winkel landen auf den beiden Winkeln. Dadurch landen diese Seiten hier auf den Geraden, auf denen auch P und Q liegen. Genau, sie müssen sich, wenn diese beiden Strecken auf denselben Geraden liegen wie die anderen beiden Strecken. Und wir wissen, sowohl P und Q schneiden sich,
als auch A3' und B3' schneiden sich und die liegen alle auf denselben Geraden, dann müssen sie sich im Schnittpunkt der Geraden schneiden. Geht gar nicht anders. Und das ist unser Punkt R gleich C3'.